wir befinden uns hier im Lager zwischen Gang 1 und Gang 2. Wir haben euch ein bisschen was aufgebaut und zwar geht es heute um die ganzen Hängematten und Hängesessel. Ich sitze hier gerade in dem La Siesta Outdoor Hängesessel und passend zu Outdoor gibt es natürlich auch immer noch eine Indoor-Variante. Das wäre diese hier und die könnt ihr also ohne Probleme mit einer Schlaufe an einem Haken befestigen. Dann haben wir hier die Yoki-Hängematte. Die ist speziell für Kinder konzipiert. Die hat eine Belastbarkeit bis 80 Kilo und hier werden auch die jeweiligen Befestigungen für die Wände mitgeliefert. Hier haben wir die Doppelhängematte. Das ist die Outdoor-Variante. Die ist bis 160 Kilo belastbar. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie befestige ich denn so eine Hängematte, haben wir zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, die mit einer Schlaufe zu befestigen, also sprich an Pfosten oder Baumstämmen. Oder natürlich hier auch mit der ganz normalen Bandbefestigung. Auch hier gibt es zu der Outdoor-Variante immer die Indoor-Variante. Auch das ist die Doppelhängematte, bis 160 Kilo belastbar. Und ich sitze gerade hier auf dem Einlegeboden. Den finde ich zum einen für therapeutische Zwecke super, aber auch kann man einfach schön aufrecht hier in der Hängematte sitzen, ohne dass man hinten überfällt. Und zu guter Letzt haben wir hier den Yoki-Hängesessel für die Kinder. Auch der ist bis 80 Kilo belastbar, könnt ihr ohne Probleme einfach an der Decke befestigen. Die Kinder können sich schön reinkuscheln und einfach ein bisschen abhängen. Ja, wenn ihr ein bisschen mehr über die Hängematten noch erfahren möchtet, ich verlinke euch das Ganze natürlich und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern.